Aha. Roman Bürki steht im Tor. Mats Hummels spielt mit Manuel Akanji in der Abwehr. Und vorne wollen sie heute richtig offensiv spielen. Ja, das ist nicht ohne Risiko. Drei Stürmer. Ja, wir spielen endlich mal im wunderschönen Stadion zu Hause. Bayer Leverkusen. Im Tor sehen wir Lukas gegen, wie gesagt, schon eben Tor, jawohl. In dieser Anfangsphase fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Ja, so kennen wir ihn. Technisch einwandfrei und überlegt bringt er den Ball da im Kasten unter. Und lässt alles dabei so leicht aussehen. Wichtig für Dortmund. Damit führen sie jetzt. Ja. Ich glaube, es wird nichts mit Zungen essen. Ballverlust. Aranguiz. Vorland. Kai Havertz. Und das ist der Ballverlust. Jetzt könnt ihr den Ball abspielen. Nein. Es wird dann auch wieder so sein, dass ich beim Finale auch wieder nur Toransage mache. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung so früh im Spiel. Und sonst werde ich rein nur der Kommentator sprechen lassen. Spiel sieht er noch keine Karte. Was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Oh, Marco Reus. Ja. Marco Reus gehört damit im Moment zu den torgefährlichsten Mittelfeldspielern überhaupt. Bringt alles mit. Geschwindigkeit, einen guten Schuss und eine ganz feine Technik. Da war er, aber der Abschluss war nicht gut genug. Nein, leider nicht. BVB. Aranguiz. BVB. Vorland. BVB. Fängt diesen Ball ab. Und um Witzel. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Das, der Konter. Hey, warum er ist eine Kute gesprungen. Das wird von Torhütern heute ja auch verlangt. Brandt. Hey! Jetzt Volland. Leon Bailey. Super Pass. Volland. Oha, hä? Auch wieder so ein Pack. Ich war in seinen Füßen drin. Habt ihr das gesehen? Kevin Volland. Hereingabe in die Mitte. Sei. Ecke in die Mitte. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Bellarabi. Bellarabi. Julian Baumgartlinger. Den setzt er daneben. Nix wird's mit dem Ausgleich. Ach, Wolf, guck dir das an. Da war er nicht cool genug vor dem Kasten. Das war eine gute Gelegenheit. Brandt. Witzel. Stark gemacht, das könnte was werden. Nein, doch nicht mit Glück, du Idiot. Und das war eine Riesenchance. Ach, komm schon. Torschrei auf den Lippen. Sie verlieren den Ball. Ach. Jetzt vielleicht der BVB. Jetzt Marco Reus. Reus! Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Nein. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Jetzt kann er die Flanke bringen. Witzel. Witzel! Parade von Radetzky, Gefahr noch nicht. Oh. Jetzt gibt's einen Einwurf. Da hätte ich müssen passen. Leon Bailey. Und Vorland. Axel Witzel am Ball. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt der Ballverlust. Julian Brandt. Er bringt den Ball jetzt auf. Brandt! Ei! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klassiker. Bender klärt da nach der Ecke. Keine Gefahr mehr. Vorerst zumindest. Oh, oh fuck, fuck, fuck. Der muss doch drin sein. Das oh, Glück. Das war die Gelegenheit.
Tja, und dann wären sie wieder. Oh, ich hatte die saure Zunge schon im Maul gefühlt. Jadon Sancho. Ballverlust Dortmund. Schneller spielen, Sancho. Wird's jetzt gefährlich? Ah, da wäre jetzt Platz. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Kann er was draus machen? Oh, das könnte was werden. Die Fans spüren, aktuell sind sie am Drücker. Gute Gelegenheit jetzt hier mit dieser Ecke. Rafael Guerrero. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Jetzt eine gute Flanke. Könnte der Ausgleich sein. Nein, die saure Zunge! Nein! Ich bin mal gespannt. Jetzt ist wieder alles offen. Alles ist möglich. Das saure Zeug. Jawohl, wirklich spitze. Abnehmen hier. Flach, aber so platziert, dass da nichts zu halten. Und essen. Oh. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Boah. Brandt. Jadon Sancho. Das ist jetzt eine Chance. Das war die Chance. Aber der Torwart passt auf. Klasse gelöst. Jetzt hat er den Ball wieder. Im Moment sieht's ganz gut aus. Sie erarbeiten sich Chance um Chance, aber die Chancenverwertung, da hapert's. Sie warten auf die Tür. Kein Grund zur Aufregung. Es ist abgepfiffen. Da stand sorry, wenn es Abseits, so anhört, wenn wie es schmatzt. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch. Ich schmatze nicht, jetzt sondern das alleine mit allen. Ja! Das ist die man hätte nicht ein Ultranah am Mund, deswegen. Wundert euch nicht, bitte. Und jetzt sind sie wieder vorne. Was ist denn hier los? Gerade eben erst der Ausgleich und jetzt treffen sie selbst wieder. Das ist der helle Wahnsinn. Die Borussia also jetzt vorne. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Ja. Halbzeit in diesem Viertelfinale und sie liegen vorne. Boah. Sie sind natürlich noch nicht durch. Dafür ist noch viel zu lang zu spielen. Aber zumindest sind sie auf. Prima! Prima! 2-1! Wow! Leverkusen mit dem Anstoß. Mal sehen, was hier in der zweiten Hälfte noch geht. Ja! Der Freistoß. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und den Ball hält der Torhüter fest. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Sie suchen Marco Reus. Steil gespielt. Komm, Reus! Reus! Und jetzt die Chance. Marco! Ja! Ja, ja! 3-1! Und erhöhen ihre Führung. Dieses Tor! Ja! Ja, vor allem, weißt du, ich passe noch zuerst. Ja, moin. Lol. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil, vielleicht können sie das jetzt nutzen. Da kommt der Pass. Leon Bailey. Ball kommt rein. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, er kann sie nicht nutzen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Mats Hummels jetzt. Dortmund verliert den Ball. Fuck.
und er geht am Gegenspieler vorbei. Kevin Volland. Gut hier von Hummels. Jetzt Witzel. Jadon Sancho. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Guter Nein. Konter. Nein. Boah, der war dann mäßig eher. Ja, da können, und wenn wir ehrlich sind, müssen sie mehr rausmachen. Eigentlich eine vergebene, verschenkte Chance. Bender. Die Gäste werden wechseln. Leon Bailey. Der Ball wieder bei Dortmund. Und Jungs, ich habe immer noch auf Profi. Nicht, dass ihr meint, nur weil ich saure Zungen essen muss. Dass ich Stufe so, weiter nach unten gemacht habe. 30 Minuten zu absolvieren. Und Vorland. Vielleicht jetzt mal Bayern 04. Bayern 04, puh! Ballverlust. Klasse Pass! Ah, komm, komm, komm! Fängt diesen Ball ab. Oh je, da fiel wohl was um. Oh, Bröstle. Klasse Aktion, Ball ist weg. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Cola gesoffen. Hummels geht dazwischen. Hummels passt auf, Ball ist raus. Sie bringen den hohen Ball. Gute Chance. Ashraf Hakimi. Jawohl, jetzt, jetzt, jetzt. Der best goal of this. Kappa. Yes, Digga. That's really geil. Da hat er sich warum rede ich auch Englisch? Schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Spielerwechsel jetzt bei Borussia Dortmund. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihr Spiel hat. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Jetzt Marco Reus. Axel Witzel am Ball. Axel Witzel. Und jetzt die Chance. Ja, yes, 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 yes. Bitte Goal. Das hat er ganz einfach drauf. Da kommt ihm seine ganze Technik Jawohl. Zu Liebe, ganz stark im 1-1. Geiles Spiel. Aber Wolf auch nicht wirklich gut verteidigt und so gibt es dann das Gegentor. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Reus. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Steil gespielt, gute Idee. Super. Yes, man! Konter, genauso macht man das, genauso will das der Trainer sehen. Da haben sie ihr Tempo ausgespielt, ihre Übersicht und ihre Kaltschnäuzigkeit. Sie liegen deutlich vorne. Perfekt. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Stark gemacht, das könnte was werden. Yes, man! Ja, Mann! Das war schon der dritte Treffer von Reus. Einfach nicht aufzuhalten heute. 7-1. Geil, geil, geil. Nicht wirklich in den Griff. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen.
Jetzt kann die Hereingabe kommen. Kerem Demirbay. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Volland! Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Reus fängt diesen Ball ab. Thorgan Hazard. Emre Can. Oh, viel Platz jetzt. Ein weiteres Tor, kurz vor Schluss. Viel müssen wir dazu eigentlich nicht mehr sagen, oder Buschi? Nee, Wolf, der Deckel war vorher drauf auf dieser Partie. Eine ganz starke Leistung, die sie da heute gezeigt haben. Jadon Sancho. Hey! Vollgepfiffen, Freistoß für die Borussia. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte. Was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Das hast du schon bei BVB gesagt, Mann! Vielleicht die Konterchance. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Gut gemacht, gutes Tackling. Guter Vorstoß, kann was werden. Ballverlust Dortmund. Sieg, 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 Sieg. Jawohl! Eindeutige Nummer war das heute. Halbfinale! Halbfinale! Er macht hier den. Ja, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, lasst die Glocke klingeln. Was gibt's noch? Daumen natürlich nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen. Die bessere Mannschaft.